Lewandowski ähm, wird mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Die Gerüchteküche brodelt da seit ein paar Tagen. Äh, es ging so le leise, leise los, kochte dann so heiß irgendwann, dass es hieß, Spieler und Barcelona seien sich schon einig. Das wurde jetzt wieder ein bisschen zurückgenommen. Was klar ist, ist, es gibt Kontakt zwischen der Seite Lewandowski und der Seite Barcelona. Ich glaube, davon kann man ganz stark ausgehen. Polnische Medien berichten, dass das Ganze schon ein bisschen weiter sogar sei. Und meine Frage an euch ist, wäre es die richtige Entscheidung, für Robert Lewandowski zu gehen? Für Lewandowski die richtige Entscheidung? Mhm. Also ich finde es eine spannende Frage, ähm, weil ich glaube, man muss es getrennt betrachten. Ne? Einmal die Bayern-Seite und einmal die Lewandowski-Seite. Kahn hat jetzt vor dem Spiel bei, bei Prime gesagt, äh, wir sind doch nicht verrückt, wir lassen doch nicht jemanden im Sommer gehen, der irgendwie 30, 40 Buden für uns macht. Aber wenn du nur auf Lewandowski guckst. Auf seinen Karriereverlauf, auf sein Alter, auf seine aktuelle Qualität, die er noch hat. Ich fände es, also wenn ich Robert Lewandowski wäre, ich würde es mir sehr gut überlegen, ob ich vielleicht noch mal ein anderes Kapitel aufschlage, so das vielleicht letzte Kapitel im europäischen Topfußball. Ich würde aber nicht das Kapitel Barcelona aufschlagen, glaube ich. Also meine Meinung ist richtig, kann ich nicht sagen, nachvollziehbar komplett. Ja, das, ja. So, so würde ich das auch. Formulieren, weil Robert Lewandowski kennt auf Spitzenniveau in seiner gesamten Karriere nur Bundesliga. Er mhm. kennt nur Bundesliga, was eben Ligabetrieb angeht. Ja. Und ich kann und könnte diesen Wunsch absolut nachvollziehen, wenn er einfach sagen würde, ey, ich würde einfach gerne, bevor ich, und man weiß ja nie, wann das anfängt, mein Peak vorbei ist, bevor auch bei mir irgendwann der Zenit überschritten ist, würde ich gerne nochmal auf Spitzenniveau in einer anderen Liga spielen. Kann ich komplett genau. nachvollziehen, zumal man auch bedenken muss, er hat den Bundesliga-Torrekord gebrochen mit 41 Toren in der Saison. Er hat so viele Top-Saisons gespielt, ist Champions-League-Sieger geworden. Also ich weiß, es ist einfach alles, die Geschichte der FC Bayern ist für mich fast, nach der Saison, egal wie sie ausgeht jetzt, ist gefühlt auch fast einfach zu Ende erzählt. Es würde seiner Reputation ja auch enorm helfen, zumindest so wie ich das sehe. Ne? Ich, für mich ist jemand, der in mehreren Top-Ligen äh, Top gezeigt hat, dass er auf allerhöchstem Niveau spielen kann, hat für mich eine größere Reputation als jeder, jemand, der wirklich nur in einer Liga unterwegs war und die zerbombt hat. Okay, aber ich fände es schon noch mal spannend, den noch auch woanders äh, zu sehen. Deswegen hast du vor seinem Wechsel zu PSG Messi so niedrig gerankt, weil er nur in einer Liga. War. Was? Ich, <laughs> ich, ich, ich <laughs> glaube, bei Robert Lewandowski, ich glaube, bei Robert Lewandowski, also ihr habt komplett recht. Er Mann ist 34, 33? 33 wird 34, so. glaube ich, so Ende August. Und du hast auch das Richtige gesagt, bei Spielern, die. Auch bei Spielern wie über Lewandowski, die absolute Musterprofis sind, die sich nichts vorzuwerfen haben, was äh, Ernährung, Trainingsvolumen äh, und Umfang betrifft, alles super. Trotzdem, ich sag mal so ab 34 läufst du auf dem zugefrorenen See als Profisportler und irgendwann brichst du halt ein und dann geht's, und dann kommst du auch nicht mehr raus, weil irgendwann geht's relativ schnell bergab. So. Ist das dein Bild? Das ist tatsächlich so. Nö, das das ist, ist, halt ja <laughs> ist das dein Sprachbild? Was ja, das, das, das du bezeichnet genau. hast. Ja. Also es, kommt es von dir. Ja. Hast du nicht von irgendwo anders? Aber ich, mir jetzt gerade überlegt. Weil ich finde, es ja. schön. Ich finde ja. auch super. Das ist ein ich geiles glaube, Sprachbild. Würde nice. ich wirklich sagen. Also oh, richtig schön. Das ist, richtig richtig das ist schön, das schön wirklich Sprachbild. von mir. Ich bin gerade überlegt. inhaltlich abholen. würde ich zu 100 mitgehen, weil wir können nicht davon ausgehen, dass ähm, auch ein Lewandowski immer besser wird, wie ein Ibrahimovic oder ja. wie ein Cristiano Ronaldo bis Und in der Sekunde, wo's halt, wo's halt, wo man merkt, es geht bergab und es fängt an zu, br äh, zu bröckeln und zu bröseln und zu brechen, dann, geht, dann will halt niemand mehr haben. Ne? Dann wird es kein Barca mehr geben, kein Real mehr haben, geben. Und deswegen ist halt, ich, ich, würde, ich, ich glaube, dass Robert Lewandowski so einen gewissen inneren Drang schon verspürt, um mal was zu machen, um mal was anderes zu erleben. Denn ich glaube, auch der kann sich eben genau von dem nicht freimachen, äh, was du gerade gesagt hast. Er hat nur die Bundesliga erlebt auf Top-Niveau. Und er hat das Gefühl, er wurde um den Ballon d'Or betrogen. Der geht auf Twitter und liest äh, Bundesliga, Wandowski, Farmers League, bla, bla, bla genau. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du das zehn Jahre lang hörst, obwohl du 40 Tore machst, dass du irgendwann denkst, ja dann efft euch doch. Ich komme jetzt nochmal in eure Liga und zeig was geht. Ich komme jetzt rüber, sagt er. Ja. Ich komme rüber. Ja. Das ist so. Er sagt, ich komme komm rüber. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass der die Wirkmacht von diesem kleinen scheiß goldenen Ball nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube auch. Na, den will jeder. Also ja, und Robert Lewandowski will ihn haben. und er will ihn, er will ihn umso mehr, weil er zu das sehr. Gefühl hat, wie ja. ich finde auch zu Recht, dass ihm einer schon zugestanden hätte. Ja. Er, der, der hat den Antrieb eines Mannes, der sich betrogen fühlt. Und das ist einer der, der krassesten Antriebe, die du so haben kannst. Und ich glaube, wenn die Zeit halt eins gezeigt hat, so ein bisschen, also zu Unrecht in meinen Augen natürlich, aber hat ja so ein bisschen schon gezeigt, gefühlt, ey, egal, was er dort macht, er kriegt ihn nicht. Ja. Und vielleicht genau. braucht er einfach nochmal einen neuen Neuen Ort, neuen Anlaufpunkt. Es müsste quasi alles zusammentreffen. Er müsste wieder eine absurd hohe Torquote haben, er müsste wieder Rekorde aufstellen und gleichzeitig müsste Bayern die Champions ja. League gewinnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das alles in einer Saison oder in einem Jahr passiert, ist halt dann doch auch sehr gering, auch wenn es der FC Bayern ist oder auch wenn es Robert Lewandowski ist. Auf der anderen Seite. Ist Robert Lewandowski und das ist jetzt also ich weiß, dass er bei 309 Toren steht in der Bundesliga. Ja. Gerd Müller aus dem Bauchhaus 366 glaube ich, ne? Müsste es glaube ich sein. Ich bin mir ein bisschen bin Werde ich sein. nicht widersprechen. Es wird so um den Dreh sein. Das bedeutet, das ist in einem Bereich, das könnte er knacken. Noch. Könnte er knacken. Könnte er knacken. Das heißt, Robert Lewandowski könnte eine Karriere haben, nur ganz kurz, mhm. wo er rausgeht, als er ist aktuell neunfacher deutscher Meister, als im zweistelligen Bereich deutsche Meisterschaften, als alleiniger One-Season-Torrekordhalter, als insgesamt bester Torschütze der Bundesliga, bester ausländischer mhm. Torschütze der Bundesliga, einziger Spieler, der ähm, in, bei einem, beim Triple-Gewinn Torschützenkönig in jedem, jedem der drei Wettbewerbe geworden ist. Der also, er also, ne, kurze, kurze kann alles erreichen. Außer diesem Ballon d'Or und könnte als Bundesliga-Ikone stehen. Aber wie viele davon müsste er jetzt noch knacken und wie viele davon hat er? Weißt du das? Zu ja, er, 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 das ist der einzige, der, der, den er nicht hat, ist die Gesamttorzahl. Alles andere hat er. Ja. Alles ist andere hat er. so wichtig? Naja, glaub das du? ist halt das Letzte, was er hat. Ich könnte ich sag jetzt halt nur, glaub, was er nicht was er hat. Für ja. oh, die Mann. Bundesliga Aber ja, ist das jetzt was er hat. Ich glaube nur, wenn Reputation wie so ein Erdbeben ist, dann kann es ja weit oder weniger weit ausstrahlen. Und ich glaube, wenn alles, was also alle Topleistungen von Robert Lewandowski sehr lokal sind, bezogen auf die Bundesliga, dann ebbt diese, dieses Beben der Reputation ebbt relativ schnell ab im Ausland. Also je weiter ja. du rausgehst aus Deutschland, desto uninteressanter wird das für die. Ja. Weil, und, und das, glaube ich, davon kann er sich nicht frei machen. Und ich kann das ehrlich gesagt echt nachvollziehen. Vor allem Bayern-Meisterschaften sind immer eingepreist. Selbst wenn er, 38, wenn er nicht 41, aber 38, 39 Tore ja. macht, da wird so blöd das ist irgendwo auch im Ausland so ein bisschen mit den Schultern gezuckt. Und im Umkehrschluss, Real wird wahrscheinlich zum zweiten Mal jetzt spanischer Meister. Mhm. Und die Möglichkeit eventuell diese zwei Jahre Meisterdominanz von Real im nächsten Jahr zu durchbrechen, mit Barcelona vielleicht das zu kombinieren, selber mit 30 Toren Plus in der Liga und dann mal gucken, was sonst noch so geht, das hat, glaube ich, nochmal eine andere Wirkkraft, wenn er das mit, den, mit denen erreichen würde. Aber das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, bei welchem Verein würde dein Seismograph am meisten ausschlagen? Ist es Barcelona? Weil ich habe ja eben schon mal angedeutet, ich weiß nicht, ob ich zu Barcelona wechseln würde. Robert Lewandowski, Status Quo. Ja. Wenn ich Robert Lewandowski wäre, ich würde zu dem Verein gehen, wenn der mich haben will, wo ich mir am ehesten vorstellen kann, die Champions League zu gewinnen. Und Was ja, ist ein Argument mit La Liga und mit Barcelona und neuem Schwung und so weiter. Was kommt ja jetzt? Na, also. Wer, wer Gehören Barcelona und FC Bayern zu den Top-Favoriten auf die Champions League für euch aktuell oder im nächsten Jahr? Ich meine, jetzt gerade schwierig für die Bayern zu argumentieren und Barcelona fliegt am Donnerstag gegen die Eintracht raus in Europa, <laughs> in Europa League. Von daher. <laughs> ja. Also, also auf dem Papier schon. Bayern ist für mich in den letzten ja, Jahren klar. immer Top-3-Favoritenkreis. Würde also ich schon auch sagen. Top-5, 10, Top-5 immer. Definitiv, ja. Wem würdet ihr größere Chancen zuschreiben, Manchester City oder Bayern München? Ach, ich wirklich? Ich Niemand interessiert Punta, sich für Manchester ist, City. Ja. Niemand interessiert, alter, ohne Scheiß. Was? Also ist recht. Nein, 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 das stimmt ja überhaupt nicht. Das stimmt ja überhaupt nicht. Jetzt der, genau dein Argument. Robert Lewandowski wechselt zu Manchester City. Who the fuck cares? Was ist Manchester City? Und der City? holt. Mit Manchester City das erste Mal, das erste Mal die Champions League ja, unter das anderem dank ihm. Hast du ja recht. Ja. Natürlich ist das nicht so, ist das nicht, der, hat das nicht die gleiche Kragenweite, ja. als würde er das mit Barcelona schaffen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er es mit Barcelona schafft, halte ich für deutlich geringer als mit einem von Pep trainierten, die sich kennen, die sich schätzen, äh, von einem Pep trainierten City. Ja. Ich, ich weiß, das ist nicht so, die schönste und romantischste Vorstellung. Ist sogar aber ich eklige, würde als, die, die als Robert Lewandowski würde ich eher in Betracht ziehen. Ich weiß nicht, ob sie daran Interesse hätte, aber für mich würde es so allein vom Spielertyp besser passen als zum Beispiel an Erling Haaland. Äh, wir haben ja gesehen, dass Pep weiß, mit Lewandowski oder Lewandowski einzubinden. Ist das eine Prediction, die du gerade raus hast? Nein, das ist eine. Die Wunschvorstellung klingt dann wieder. Ich wäre dafür, aber es wäre ein Szenario, was ich aus Robert Lewandowskis Sicht bevorzuge. Also würde. wenn du ein sportliches Empfehlung ausstellen müsstest für einen Wechsel, würdest du? Also wenn ich Berater jetzt, wäre, würde ich auf jeden Fall mal mich intensiver mit Manchester City unterhalten. Also du hast natürlich einen Punkt, damit das erste Mal zu gewinnen. Alles klar, fair enough. Worst case aus Lewandowskis Sicht passiert das vielleicht schon dieses Jahr und dann ist es eh kein Thema mehr. Also, City ist ja noch im Wettbewerb. Ja, ja, klar. Und das kann ja auch klar so passieren. Das ist eh hinfällig. So als, als Narrativ, sage ich mal. Und ich glaube, wenn es jetzt jetzt geht es gerade darum, okay, was kann Lewandowski machen, um die Karriere nochmal. Ja, und quasi damit er, wenn er rausgeht, dass es wirklich heißt, und Lewandowski einer der allerbesten Fußballer, die jemals gelebt also haben. Also Karrieremaximierung. Maximierung. Du so hast es, glaube ich, auch genannt ja. im, im, im Vorfeld. Ja. Ähm, Karrieremaximierung. Und da würde ich einfach sagen, Barcelona ist so klangvoll als Name. Und da leiert sich gerade, das sagst du ja auch immer wieder, es geht um Narrative, auch bei so Auszeichnung um Geschichten. Und bei Barcelona leiert sich gerade so eine richtige Storyline Ja, an. das so ist ich auch. Mit, mit, mit Xavi und Event, also das kann, kann alles Die werden nächstes Jahr Meister. Ja, aber die werden nicht die Champions League gewinnen. Da bin ich mir nicht sicher. Na, ja, ich schon. Die sind, die sind so auf Steroiden, also, also, Glücksteroiden. Also es kommt natürlich darauf an, was sie im Sommer machen und machen können auch. Und ich würde es mir auch aus Barcelona-Sicht überlegen, ob ich mir jetzt so ein, so, ein, so ein Riesenpaket reinhole, bestehend aus großer Ablöse plus Riesengehalt. Äh, ob das die richtige Richtung ist, in, aus der ich oder in die ich gehen möchte als Barcelona, weiß ich nicht, aber scheinbar sind sie ja interessiert. Die Frage der Darstellbarkeit, der finanziellen Darstellbarkeit dieses Wechsels ist nochmal ein ganz eigener, isolierter Bereich für sich, wo ich wirklich sage, da bin ich raus. Ich will es nicht mehr hören. Die Bayern scheinbar auch. Also ich, ich will nicht mehr informiert werden darüber, keine Ahnung, wo Barcelona nochmal ja, 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 ja. einen Sack mit Geld gefunden ja. hat. Und 10 wo, Millionen aus der Seele. Die Schulden müssen bis da bezahlt werden ja, und die bis da und wie auch immer. Das möchte ich nicht nochmal hören einfach. Aber wir sind uns ja einig, dass Barcelona ähm, günstiger auch jemanden bekommen könnte, der vielleicht ein gutes Stück jünger ist und auf den man noch ein paar mehr Jahre setzen könnte. Ja klar, aber jetzt, jetzt drehen wir die Frage um zu, was würde für Barcelona Sinn machen und nicht, was würde für Lewandowski Sinn machen. Und ich finde tatsächlich, dass Barcelona nah am Optimum wäre für einen Vereinswechsel aus Lewandowski Sicht für den Sommer, das ist mein persönliches Gefühl. Würde ich mitgehen, mein, mein, mein Herz sagt mir was ganz anderes, nur das wird nicht klappen, weil eben die Erfolgschancen zu gering sind. Aber ich will den Mann in einem mailänder der und sehen, ist mir egal welches. In das kann ja das kann blau-schwarz oder rot-weiß sein. Wo nimmst du das jetzt her? Einfach Herz. Das ist wirklich mein reines Herz. Für mich, Viele Polen in der, in der Serie A. Für mich ist ja für mich ist ja einfach, für mich sind ja beide Mailand-Clubs irgendwie in meinem Kopf immer noch ein bisschen größer, als sie es im internationalen Fußball aktuell sind. Das wird sich auch mhm. niemals ändern, glaube ich. Und mein Herz sagt das einfach nur. Aber wenn du mich jetzt fragst, was, was ich glaube, was ich glaube, ist, er bleibt. Mhm. Wenn er unbedingt gehen will, würde ich auch sagen Barcelona, glaube ich. Christopher Rajola würde Manchester City klar machen. Ähm, wir machen folgendermaßen. Wir schließen es folgendermaßen ab. Geht er? Ja, nein. Und dann, welcher Verein sollte er machen, Christopher Ayulla? Naja, also welches sollte er machen? Das ist Manchester City als aus wirklich Beratersicht. Ich glaube, er bleibt. Wir haben auch in Sektion Radioverbot schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, er bleibt und ich bleibe bei diesem Take. Ich glaube, es fängt gerade erst an. Und das wird noch eine ganz krasse Dynamik entwickeln, diese Geschichte. Und deswegen sage ich, er geht und er geht auch zu Barcelona. Und ich mache dann hiermit dicht, dass ich sage, ich kann mir vorstellen, dass er geht, ich sage aber er bleibt und er, mein Tipp wäre trotzdem, wenn er geht, dann zu Barcelona.